Obstacle ist ganz einfach das Kollisionsobjekt oder ein Kollisionsobjekt. Da könnt ihr auch jede beliebige Form nehmen. Das heißt, hier oben dieses Kollisionsobjekt, das bewirkt nichts beim Flüssigkeitssimulator. Wir sehen, hier gibt es ähnliche Optionen wie zum Beispiel beim Fluidobjekt. Wir haben hier Volume Initialization. Darauf müsst ihr achten, wenn ihr zum Beispiel sowas wie eine Schale habt, dann darf hier nicht auf Volume gestellt sein, sondern auf Shell. Sonst würde er zum Beispiel hier oben das Wasser einfach auch auf dieser nicht vorhandenen Fläche aufprallen lassen. Also Volume nehmt ihr, wenn ihr irgendwelche zu Körper habt. Shell nehmt ihr, wenn ihr so schüsselartige oder ein Glas habt. Und Bows, naja, ähnlich wie Volume. Dann hier drüben haben wir wieder die Optionen, wie zum Beispiel auch bei der Boundary Box vom Domain-Objekt. Das ist das mit No Slip, Partial Slip und Free Slip. Das heißt, ob das Wasser hier auf dieser Oberfläche aufgehalten werden soll. Ja, das habe ich ja eben schon erklärt bei unserem Domain-Objekt. Und dann hier unten haben wir noch den Impact-Faktor. Auch sehr cool, wenn sich euer Objekt nicht bewegt, dann bewirkt dieser Faktor überhaupt nichts. Und wenn sich euer Objekt bewegt, zum Beispiel wenn ihr das hier durch die Flüssigkeit animiert, ich mache das jetzt mal, E-Locode Scale, dann schiebe ich das mir hier durch. Und wenn jetzt euer Objekt hier durch diese Flüssigkeit geht und hier gibt es verschiedene Einstellungen, wenn ihr das Ganze auf 0 stellt, dann würde euer Objekt die Flüssigkeitspartikel hier oder diese Flüssigkeit löschen, also würde hier so eine leere Spur hinterlassen. Wenn ihr das auf 1 stellt, dann drückt er das normal vor sich her und wenn ihr das höher als 1 macht, dann stößt das Wasser richtig ab und wird hier weggestoßen richtig schnell. Ich stelle das mal auf 2, selektiere mal unsere Flüssigkeit und bake das Ganze nochmal. Wenn ihr immer wieder baked, müsst ihr auch darauf achten, dass eure Flüssigkeit, die ihr bereits gebacken habt, immer wieder überspeichert werden. Also das heißt, wenn ihr verschiedene Flüssigkeiten berechnen wollt in einer Szene, beziehungsweise verschiedene Einstellungen ausprobieren wollt und ihr auch alle Einstellungen gespeichert haben wollt, dann müsst ihr hier unten immer einen anderen Ordner oder einen anderen Speichername einstellen. So, jetzt spiele ich das Ganze mal ab und wir gucken, was passiert. Wir sehen, das Objekt drückt das Wasser vor sich her und schiebt es auch ein Stück nach vorne. Wenn ihr den Wert ganz hoch stellt, den Faktor, dann würde das ziemlich stark nach vorne gespritzt werden, wenn das da so durchfährt. Aber ihr seht, das sieht schon ziemlich cool aus, was man hier machen kann. Hier gibt es auch wieder die Option Export Animated Mesh. Das heißt, wenn ihr durch Armature, Lattice oder Shape Keys euer Objekt verformt, damit er das bei der Animation auch berechnet, müsst ihr das aktivieren. Diese Option verursacht allerdings einen extrem starken Speicherbedarf bzw. Rechenleistung. Nicht Speicherbedarf, Rechenleistung. Das heißt, euer Computer rechnet wesentlich länger, wenn ihr auf Bake drückt. Dann bei all diesen Objekten haben wir hier auch einen Haken, außer bei Fluid und Domain. Diesen Haken können wir ausstellen, dann wird dieses Objekt gar nicht beachtet von der Flüssigkeitssimulation. Das ist dasselbe, als wenn wir hier auf None stellen. Nur damit können wir das schnell mal deaktivieren oder aktivieren. Wir haben auch immer bei den Modifiern, bei allen Objekten, den Fluid Sim aktiviert. Den können wir hier auch immer beim Rendern und im 3D-Fenster ausstellen bzw. anstellen. Das ist jetzt unser Obstacle, also unser Kollisionsobjekt. Dann gucken wir mal weiter. Als nächstes haben wir Inflow. Dann nehme ich mal unser Würfel hier, aktiviere Inflow. Inflow hatte ich euch gesagt, das ist sowas wie ein Wasserhahn, wo das Wasser rausläuft. Ihr könnt sozusagen hier auch mehrere Flüssigkeitsobjekte in eurem Domain drin haben, wo dann das ganze Wasser rauskommt. Ich füge jetzt mal hier diesen Inflow hinzu. Hier haben wir wieder dieselben Einstellungen. Volume Initialization habe ich euch ja eben schon erzählt. Dann haben wir hier wieder auch eine Anfangsgeschwindigkeit in den verschiedenen Achsen. Wir können ja einfach mal, um das zu demonstrieren, das Ganze minus x rausschießen lassen. Also gehen wir hier ein bisschen in diesen Minusbereich. Dann haben wir hier wieder Export Animated Mesh und Local Coordinates. Das ist, wenn euer Objekt sich hier animiert und rumbewegt und sich rotiert, dann erkennt Blender das und die Flüssigkeit bewegt sich auch dementsprechend aus eurem Objekt raus. Am besten machen wir das mal. Wenn das deaktiviert ist, dann bewegt sich das immer in der gleichen Position raus. Ich mache mal Lockwood Scale. Das Ganze ist noch animiert. Ich lösche mal hier die Keyframes. Gehe mit dem Cursor darüber, suche mir hier an der Seite
Keyframes und mach Remove. Und dann schiebe ich dich mal hier rüber. So, rotiere dich mal ein bisschen wild umher. So. Und dann selektieren wir unser Domain und drücken auf Bake und gucken mal, was passiert. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wir sehen, das wird hier voll rausgeschossen, da ich bei unserem Objekt bei der X-Achse minus 3,5 eingestellt habe. Wir sehen, das ist schon ganz schön viel. Aber jetzt sehen wir auch mal schön, wie sich hier die Tropfen und die Flüssigkeit bildet. Also wirklich ziemlich cool. Und wir sehen, wir haben vergessen, Local Coordinates einzustellen. Darum wird die Flüssigkeit, die herausgeschossen wird, auch nicht von der Rotation des Objektes beeinflusst. Und wir sehen, unser Würfel oder unser Domain-Objekt füllt sich richtig mit Wasser. Wenn wir die Animation jetzt noch länger berechnen würden, dann würde der sich immer weiter füllen. Okay, sieht ja schon mal ganz cool aus. Dann gucken wir mal, was wir hier noch für Objekte haben. Und zwar Outflow. Outflow ist ganz einfach. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie Obstacle, wenn wir Faktor auf 0 stellen. Es löscht sozusagen alle Fluid-Partikel oder den Fluid-Mesh, da wo er auf dieses Objekt auftritt. Ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht nochmal extra zu zeigen. Da wo dieses Objekt ist, da kann der Fluid nicht lange leben. Hier gibt es auch wieder Shell, Bose und Volume, das habe ich euch jetzt mehrfach erklärt. Kommen wir weiter zu Particles. Mit diesem Objekt, da habe ich mich wirklich stundenlang beschäftigt, weil da gibt es eigentlich gar nicht so viele Einstellungen, aber es hat irgendwie nie funktioniert. Bis ich jetzt vor kurzem endlich rausgefunden habe, woran das gelegen hat. Also, ich füge mal einen neuen Würfel hinzu. Das Gute ist, bei der Particles-Einstellung ist das völlig egal, wo euer Objekt ist, wie es aussieht, was für Eigenschaften es hat. Und darum könnt ihr einfach einen Würfel hinzufügen. Dann gehen wir auf Fluid Particles. Und jetzt kommt das Wichtige, was ich immer vergessen hatte, beziehungsweise was ich nicht wusste. Dieser Speicherort, weil die Particles werden auch gebacken, der muss genau derselbe sein wie der der gebackenen Particles. Also suche ich mir meinen Ordner, unter Fluid Tutorial habe ich das gespeichert, unter Bake. Und dann, ohne hier auch irgendeinen Namen einzugeben, drücken wir auf Accept. Und dann haben wir hier drei Einstellungen. Einmal Drops, Floats and Tracer. Drops, da bilden sich die Partikel um die Tropfen mehr. Floats, mehr bei der stillliegenden Flüssigkeit, soweit ich das weiß. Und Tracer bei so runtertropfenden Flüssigkeiten. Ja, mit Particles können wir sowas berechnen wie Schaum. Und das wird mit Hilfe des Partikelsystems gemacht. Wenn wir mal hier unser Objekt selektieren und hier rüber zu den Particles gehen, sehen wir, wir haben jetzt ein Fluid Particle System. Wenn wir darauf gehen, sehen wir, haben wir nur zwei Optionen, Render und Display. Und das heißt, wir können hier eigentlich nichts einstellen beim Fluid Particle System, denn das berechnet sich alles von alleine. Wenn ich hier mal Drops, Floats und Tracer aktiviere und das abspiele, sehen wir hier so 1000 Partikel, die hier rumfliegen. Und ihr seht schon, habt ihr schon so eine Ahnung, das sieht so aus wie Schaum. Wir können mal gucken, was die verschiedenen sind. Ich aktiviere erstmal Drops. Das heißt, da wo das Wasser irgendwo stark auftrifft, da entsteht dieser Schaum bzw. diese Partikel. Wenn wir Floats aktivieren, das ist dann sowas wie ein Gisch auf den Wellen, der hier unten entsteht. Und wenn wir Tracer aktivieren und uns das mal angucken, dann sehen wir jetzt kaum was. Denn diese Tracer-Partikel entstehen, glaube ich, bei Objekten, die so runterfallen. Aber ich denke mal, ihr wisst schon, was mit diesen Particles gemeint ist. Die Farbe der Particles hängt von dem Würfel ab, also das Material, was auf diesem Würfel ist oder auf euren Objekt. Und darum fügen wir hier einfach mal ein neues Material hinzu und färben das hier beliebig ein. Wenn wir das Ganze mal rendern, gucken wir mal, was passiert. Wir sehen jetzt, überall entsteht hier so komische, leuchtende, flauschige Sachen. Das sieht nämlich so aus, da diese Partikel durch das Halo-Material ersetzt werden. Darum klicken wir hier bei Material am besten mal auf Halo und dann können wir hier die Größe ein bisschen verkleinern auf 0,1, stellen das am besten auf Weiß und dann gucken wir mal. Wenn ihr Bewegungs- und Schärfe aktiviert habt, dann sieht das auf jeden Fall besser aus, weil jetzt sieht das ziemlich gepunktet aus.
ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um so eine Art Schaum zu berechnen. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Das ist auf jeden Fall die Particles-Funktion, die es hier gibt. Die deaktiviere ich mal wieder. Und dann kommen wir zum letzten Objekt, was es hier gibt beim Fluid Simulator. Ich füge mal einen Würfel hinzu. Und zwar das Control-Objekt. Im Grunde genommen ist das gar nicht so kompliziert. Ihr könnt es auch wieder animieren, hier rumbewegen, wie ihr wollt. Das Control-Objekt ermöglicht es euch, dass dieses Objekt die Flüssigkeit anzieht, also sich um diesen Körper bildet, beziehungsweise dass es sich von diesem Körper entfernt, also weggedrückt wird. Am besten machen wir das Ganze mal. Ich nehme mal unseren Würfel, animiere ihn mal hier durch. Okay, der bewegt sich jetzt hier ganz stinknormal hier lang. Setze ihn hier vielleicht nochmal ein bisschen runter. So. Und jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungen. Quality gibt, glaube ich, an, wie gut das Objekt dann nachgebildet wird von den Particles. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das die Qualität, wie das Ganze hier berechnet wird. Je höher, desto länger braucht das, um das zu berechnen. Und je niedriger, desto schneller geht das. Reserve Frames, da wird das Ganze auch wieder umgekehrt. Ich glaube, das funktioniert dann aber auch nur, wenn ihr das Ganze neu buggt. Dann Start und End Time haben wir hier wieder. Das ist genauso wie beim Domain-Objekt, also das sind Sekunden mit 25 Bildern und funktioniert auch genauso, wie ich euch das vorhin erklärt habe. Also 2 sind 50 Bilder, 2 Sekunden. Dann haben wir Attraction Force Strength, die Stärke. Das ist, wie stark die Flüssigkeit von diesem Objekt angezogen wird. Und der Radius ist, wie weit um diesen Objekt die Partikel hier angezogen werden. Dann haben wir Velocity Force, das heißt, wenn sich unser Objekt bewegt, dann werden diese Einstellungen verwendet auch. Das heißt, ich denke mal, je schneller sich das bewegt oder je stärker, desto stärker werden dann auch die Flüssigkeiten angezogen. Allerdings, da dieses System so lange zum Berechnen braucht, konnte ich da jetzt noch nicht so viele Tests machen, weil das ist ja ziemlich langweilig, den Computer stundenlang rechnen zu lassen. Darum stelle ich die Qualität hier auch auf 5 nur, damit das jetzt nicht so lange berechnet. Ich mache mal die Stärke auf 0,5. Mach die erstmal am Anfang nicht so hoch, den Radius vielleicht auf 1 jeweils. Und dann gehen wir mal zu unserer Flüssigkeit und lassen das Ganze mal berechnen. So, während er hier noch berechnet, können wir mal kurz zu YouTube gehen. Wenn ihr da mal nach Blender Magic Fluid Simulation guckt, da gibt es ein lustiges Video. Da seht ihr cool, wie man diese Control-Funktion verwenden kann. Ihr könnt sozusagen damit richtig die Körper nachbilden, auf denen ihr dieses Control-Objekt angewandt habt. Hier ist auch ein cooles Beispiel, wie sich so ein Mensch zusammenbaut. Ja, allerdings, ich habe mich mit diesem Control-Objekt noch nicht so mega auseinandergesetzt. Darum müsst ihr damit am besten selber ein bisschen rumspielen, um genau zu sehen, wie das funktioniert. Wir sehen, das berechnet noch, aber wir können uns trotzdem schon alle Bilder angucken, die berechnet wurden, obwohl am Hintergrund immer noch berechnet. Das ist ziemlich cool. Ich verschiebe mal diese ganzen Würfel auf Ebene 2. Ja, und das solltet ihr nicht machen, während er berechnet, die Objekte auf andere Ebenen verschieben, weil dann scheint er das nicht mehr weiter zu berechnen, beziehungsweise hackt dann erstmal sehr rum. Aber die Flüssigkeiten wurden trotzdem berechnet und wir gucken mal, wie das Ganze aussieht. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz bis zum Ende, aber wir sehen, hier war der Würfel und darum, um diesen Würfel, haben sich die Flüssigkeiten angesammelt. Sozusagen könnt ihr dann kontrollieren, wie sich die Flüssigkeiten bewegen sollen. Gut, das waren jetzt alle Objekte, die zum Flüssigkeitenberechnen wichtig sind. Ich denke, ich habe sie ziemlich umfangreich erklärt, dass ihr mit allen Objekten schon mal wisst, was man damit machen kann und dass ihr damit rumspielen könnt. Wir werden jetzt mal ein Wassermaterial erstellen. Das machen wir jetzt schon mal, damit wir dann sehen, wie das aussieht. Und danach werden wir eine kleine komische Animation machen mit dem Fluid Simulator und das Ganze dann backen und rendern. Okay. Wir gehen mal hier zu unseren Materialeinstellungen, indem wir unsere Flüssigkeit selektiert haben. Und dann gehen wir mal zu Transparency, setzen hier einen Haken und gehen mal auf Raytrace.
Wenn wir einfach nur Z-Transparency aktivieren und den Alpha-Wert runterstellen, können wir unser Objekt einfach nur so leicht durchsichtig machen. Wenn wir aber Raytrace aktivieren, dann haben wir hier unten noch verschiedene andere Optionen. Ich möchte euch jetzt aber nur IOR zeigen, den Index of Refraction, also den Brechungsindex. Der ist nämlich ganz wichtig, wenn ihr realistisches Wasser, realistisches Glas oder ähnliches erstellen wollt, dann könnt ihr das hiermit machen. Hiermit könnt ihr sozusagen die Brechung einstellen. Wenn ich das Ganze mal hochstelle, dann sehen wir hier schon, wird der Hintergrund gebrochen, so als ob ihr durch ein Glas durchguckt. Wenn wir mal zu Google gehen und hier IOR eingeben, Wiki am besten noch, dann gehen wir mal zu. Und dann haben wir hier Index of Refraction, da gehen wir mal rauf. Und da haben wir den Brechungsindex. Und da finden wir hier an der Seite so eine Liste. Und da gucken wir mal Wasser. Wasser hat den Brechungsindex von ca. 1,33. Das ist einfach so ein Wert für diesen Brechungsindex. Und dann geben wir einfach 1,33 ein, weil das soll jetzt unser Wasser sein. Dann stellen wir hier mal den Alpha-Wert vielleicht auf 0,1, dass wir noch so eine leichte Farbe vom Wasser haben. Fresnel können wir ein bisschen hochstellen. Dann können wir an den Kanten besser durchsehen als direkt von oben. Specular mache ich mal ganz hoch, die Intensität und die Härte auch. Also ich denke mir jetzt dieses Material nur ziemlich spontan aus. Aber ich denke mal, das wird dann ganz gut aussehen. Dann füge ich eine Ramp hinzu. Verändern hier den Wert ein bisschen. So, mach auf Normal und auf Add. Und mach bei Transparency vielleicht den Alpha-Wert auf 0,2. Und wichtig ist, dass wir jetzt auch eine ordentliche Beleuchtung haben. Ich füge mal eine neue Lampe hinzu. Shift und A, Lamp, Hemi. Die Hemilampe beleuchtet global unsere Zähne und hieraus mache ich einfach mal eine Sonne und die lasse ich mal von vorne scheinen. Und dann braucht man auch immer noch ein Objekt, um zu sehen, wie das Wasser gebrochen wird oder wie das Licht durch das Wasser gebrochen wird. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Oh, das hat schon was. Sieht noch ein bisschen milchig aus. Darum stellen wir den Alpha-Wert doch noch runter. Wir können dem Ganzen auch eine leicht bläuliche Farbe geben, wenn wir wollen. Da das Ganze aber schon ziemlich transparent ist, sieht man das nicht mehr ganz so stark. Ich das mal rendere. Sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr flüssig aus. Okay, wir sagen jetzt einfach mal, das ist unser Wassermaterial. Das sieht ganz in Ordnung aus. Gehen wir mal hier hoch, nennen das in Wasser um und drücken mal das F, damit das Wasser auch gespeichert wird, wenn es kein Objekt zugewiesen ist. So, jetzt selektiere ich mal all unsere Objekte hier und schiebe die mal auf eine andere Ebene. Und jetzt lösche ich mal alle Objekte, die wir hier haben. Und jetzt erstellen wir hier mal eine ganz neue Szene. Ich speichere das unter neuen Namen. Und ja, jetzt bauen wir mal einfach kurz ein bisschen Blödsinn hier zusammen, aber was Lustiges. Ich füge jetzt als erstes unser Domain-Objekt hier hinzu, mache das ein bisschen höher, skaliere das. Dann füge ich eine Plane hinzu, da lassen wir dann ein bisschen Wasser rausströmen. Dann füge ich mal eine UV-Sphere hinzu, also eine Kugel. Mit C im Edit-Mode kann ich diese Selektion aktivieren. Entferne mal ein paar Faces. Skaliere die, schiebe die mal hier oben hin. Und dann lassen wir das Wasser reinfließen und dann kippen wir das Ganze um. Machen wir hier unten nochmal eine. Und hier unten am besten machen wir vielleicht mal einen Zylinder. Dann entfernen wir auch hier oben die Fläche. Ich selektiere den mittleren Punkt, drücke STRG und Plus und erhöhe so unsere Selektion. Drücke Entfernen und wähle Faces aus. Jetzt haben wir sozusagen so ein Gefäß. Ganz simpel nur, das stelle ich hier unten hin. Dann weisen wir den Ganzen mal
die Fluid-Simulation zu. Das ist unser Domain-Objekt. Wir lassen das Ganze, ich sag mal, 150 Bilder berechnen. 150 Bilder sind 6 Sekunden. Ich stelle das auf 6. Wähle hier mal wieder unseren Speicherort für die Bake-Dateien aus. Ihr seht, wenn ihr den Ort auswählt und da immer noch Dateien drin sind, die schon bereits gebacken wurden, dann werden die hier so angezeigt auch. Davon müsst ihr euch jetzt aber nicht verwirren lassen. Das hier oben ist unser Inflow, also unser Wasserhahn. Den schiebe ich mal ein Stück rüber. Und ja, da machen wir jetzt erstmal nochmal ein kleines Experiment. Und zwar versuchen wir mal, das zu animieren, dass der dann auch aufhört, Wasser rauszugeben. Dazu machen wir mal Shell, da das hier nur eine Fläche ist, sonst würde da, glaube ich, keine Flüssigkeit rauskommen. Dann ein bisschen den Y-Plus-Wert, dass das so einen leichten Bogen hier reinmacht. Dann gehen wir mal mit der Maus hier rüber und drücken I. Gehen vielleicht bis Bild 50. Deaktivieren das und drücken I. Das heißt, bei Bild 50 müsste der Wasserhahn dann aufhören, Flüssigkeit auszugeben. Dann animieren wir das. Rotation von Bild 50 zu Bild 65. Gibt das Ganze um. Rotation. Dann schieben wir das am besten hier noch ein bisschen rüber. Das hier ein bisschen rüber. So. Rotation 65 bis 85. Das soll gar nicht lange hier drin liegen bleiben. Rotation. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir den hier noch den Obstacle Fluid Objekt zuweisen. Obstacle, ganz wichtig ist, dass ihr hier auf Shell stellt, sonst würde das Wasser hier oben drauf abprallen. Partial Slip ist okay. Impact lassen wir auch so. Dasselbe machen wir hier auch. Obstacle, lassen die Einstellung so, außer hier stellen wir auf Shell. Und dasselbe machen wir auch hier unten. Stellen wir Fluid, Obstacle und hier auf Shell. So, dann selektieren wir mal unser Domain-Objekt und machen mal die Auflösung ganz gering, sodass wir dann auch schön sehen, wie das Ganze aussieht. Doch bevor wir es berechnen, machen wir hier noch ein paar Einstellungen. Wir wollen das Ganze als Wasser berechnen, dann Subdivision machen wir auf 2, Smooth lassen wir auf 1 und Tracer Particle und Generate Particles machen wir beides auf 2, dass da auch schön Tropfen und so weiter umherfliegen. Okay, ich speichere das mal und lasse das erstmal die ganz grobe Variante berechnen, damit wir sehen, ob das alles funktioniert. Okay, ist durch mit Berechnen. Natürlich habe ich vergessen, das ist jetzt aber nicht so schlimm, bei Domain World die Meters einzustellen, also wie groß unsere Boundary Box in der echten Welt wäre. Das sind hier jetzt 50 cm und das könnte eigentlich auch hinhauen, dass das hier ungefähr ein halber Meter groß ist. Also das hier auch immer beachten, wenn ihr eure Szene berechnet. Jetzt spielen wir das Ganze mal ab und gucken mal, wie das aussieht. Genau. Oben geht die Flüssigkeit rein, dann in die beiden Behälter und dann unten rauf. Bisschen viel Flüssigkeit, aber das macht ja nichts. Wir können das Ganze auch, das Inflow-Objekt, selektieren wir mal. Und vielleicht lassen wir das Ganze schon ein bisschen früher aufhören. Wir sehen, hier ist es schon voll. Also lassen wir das nur bis 30 gehen. Nehme ich den Haken mal raus, drücke I und den hier können wir löschen. Keyframe, wo haben wir es? Remove. Okay. Jetzt müsste dann die Flüssigkeit nur bis hier reingefüllt werden. Dann kippt das Ganze um, kippt hier um. Dann dürfte nicht so viel daneben kippen. So, jetzt selektieren wir mal unser Wasser, drücken hier auf Smooth. Dann gehen wir zu unseren Materialien, wählen hier Wasser aus. Und aktivieren mal die zweite Ebene, indem ich Shift gedrückt halte, können wir beide Ebenen gleichzeitig aktivieren. Dann machen wir das mal auf Smooth und das auch. Dann können wir hier noch einen Solidify Modifier draufsetzen, dass die nicht so dünn wirken.
und einen Edge Split Modifier, dass die schön scharfe Kanten hier haben. Und dann selektiere ich diese Kugel, danach diese, drücke STRG und L und klicke auf Modifiers. Dann kopieren wir die Modifier von dem auf diese Kugel. Das Ding hier oben verschieben wir dann auf eine andere Ebene. Und wir kopieren hier auch nochmal die Modifier, damit wir hier so ein bisschen dickere Schalen haben. Dann können wir auf die Teile noch ein ganz billiges Material machen. Keine Ahnung, in irgendeiner Farbe. Ich mag es, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ganz gerne immer mal so eine Ramp drauf zu machen, weil dadurch wirkt das dann irgendwie schön weich, das Material. Specular machen wir mal ein bisschen runter. Das ist jetzt alles nur Spielerei. Dann kopieren wir mal das Material von diesem auch mit STRG und L. Und dann wäre es vielleicht noch gut, irgendeinen Boden hinzuzufügen. Schieb den mal hier nach unten. Müssen natürlich gucken, wo unsere Boundary Box ist. Die ist hier. Dann schieben wir das Ganze ein bisschen höher. Das Ding auch. So. Das müssen wir dann sowieso nochmal neu berechnen alles. Mit einer höheren Auflösung. So. Und auf dieses Objekt machen wir auch noch irgendein dunkles Material. Vielleicht irgendwas Braunes. Das soll jetzt nicht mega toll aussehen. Es soll einfach nur eine Umgebung sein, damit wir auch irgendwas sehen. So sieht das Ganze jetzt aus mit der groben Auflösung. Dann animieren wir am besten nochmal die Kamera. Ich drücke mal N und setze mal hier alles auf 0. Auch auf 0. Und jetzt richte ich mal unsere Kamera ein bisschen aus. Den Winkel hier auf 90 Grad, so schiebt die Kamera ein bisschen rüber. Und jetzt animieren wir die von oben nach unten, dass sie mit dem Wasser mitgeht. Ganz simpel. Ich guck mal rein. Genau. Dann bewegt sich die Kamera von hier. Lockwood Scale. Bis 70 G und Z. Hier runter. I Lockwood Scale. Dann G und Z. Und hier runter. Oder wir machen G und Z. Und bewegen dann hier mehr den Winkel. Shift und F. I Lockwood Scale. Hier guckt die noch ein bisschen nach oben. So. I Lockwood Scale. So. Ist nicht die schönste Animation, aber was ganz Simples. Ich gehe mal rüber zum Dope Sheet, selektiere mal unsere Kamera und schiebe mal die ersten Keyframes ein Stückchen weiter rüber, damit wir hier ein bisschen langsamere Animationen haben. Und auch die schieben wir mal ein bisschen auseinander. Okay. So sieht das Ganze dann aus. Und ändern wir nochmal, gucken, ob alles stimmig aussieht. Okay, sieht auch ganz in Ordnung aus. Okay, ganz simple Animation. Einfach nur zum Austesten. Gut, dann selektieren wir mal unsere Flüssigkeit. Dann mache ich mal bei Boundary. Dann stelle ich hier mal FreeSlip ein, dass das nicht an unserer Wand des Domain-Objekts hängen bleibt, sondern dass es einfach flüssig runter sich bewegt. Die Auflösung machen wir mal auf 100. Ich will nicht zu viel machen, damit es nicht zu lange backt. Das soll ja nur ein kleines Beispiel sein. Okay, dann würde ich sagen, drücke ich jetzt auf Bake. Ich stoppe mal die Aufzeichnung und dann gucken wir uns das Ganze an, wenn das fertig gebacken ist. Und danach rendere ich das dann und füge das mit hier ans Tutorial ran. So, der ist jetzt fertig mit Backen. Wir sehen, es ist immer noch nicht die allerfeinste Variante der Flüssigkeitssimulation. Aber für dieses Beispiel reicht das völlig aus.
Ich verschiebe jetzt mal hier oben das Objekt auf Ebene 2, damit wir das nicht mitrendern. Wir sehen, der Fluid Simulator ist schon sehr cool, aber man kann halt damit trotzdem nicht irgendwelche großen Meere vollfüllen und dann irgendwelche Städte überschwemmen lassen oder so. Das ist eben mehr für so kleinere Sachen nützlich, wie zum Beispiel das Vollfüllen eines Glases oder ähnliches. So, okay. Diese Animation rendern wir jetzt mal. Wir machen mal nochmal eine Testrenderung. Gucken, ob das auch gut aussieht. Okay. So, und dann machen wir noch eine Einstellung. Und zwar, wir selektieren mal unsere Schalen hier, gehen zu den Materialien und Shadow. Und da aktivieren wir Receive Transparent. Das ist dazu da, damit das Licht auch durch die transparenten Wasserobjekte hier durchscheint. So sieht das Ganze ohne Receive Transparent aus. Und somit, wir sehen, der Schatten ist wesentlich durchsichtiger, weil ja auch diese Wasserpartikel durchsichtig sind. So, wir werden die Szene ohne Bewegungsunschärfe rendern, weil ich das möglichst gering halten will von der Renderzeit. Und ja, wir rendern das mal in 1280x720. Das ist HD-Ready-Auflösung. Das stellen wir auf 100%. Hier stellen wir eine Framerate von 25 Bildern pro Sekunde ein. Dann rendere ich das Ganze in PNG, RGB. Das lassen wir so. Wenn ihr das gleich als Videodatei ausgeben wollt, dann könnt ihr hier auch AVI, MPEG oder ähnliches einstellen. Ich rendere meine Sachen aber immer in Bildersequenzen, weil das ist ganz praktisch, wenn Blender mal abstürzt. Dann könnt ihr einfach ab einem bestimmten Bild weiter rendern. So, ich mache mir mal neuen Ordner, Render. Das nenne ich einfach mal Fluid. Und ja, ich würde mal sagen, dann rendere ich das Ganze und füge das dann in dieses Video mit ein. So, hier haben wir jetzt unsere fertig gerenderte Animation oder Simulation. Wir sehen, hier spritzen noch ganz schön viele Tropfen umher. Wenn euch das zu viele Tropfen sind, dann stellt beim Domain-Objekt bei Domain Boundary Subdivision ein bisschen runter, Tracer Particle, Generate Particle alles ein bisschen runter. Dann haben wir nicht ganz so viele Tropfen, die da umherfliegen. Wir sehen, das ist eine ganz simple Simulation. Aber ihr seht, man kann auf jeden Fall schon coole Sachen mit den Fluid Simulator machen. Wenn ihr mal bei YouTube guckt und hier oben Fluid Simulator Blender eingibt, dann findet ihr hier auch tausende Videos von irgendwelchen gerenderten Flüssigkeitssimulationen. Auch wirklich viele coole Sachen. Also schaut einfach mal rein. Okay, ich würde mal sagen, das war's für dieses Tutorial. Es war wieder ein sehr umfangreiches Tutorial. Aber ich denke, ihr wisst jetzt die wichtigsten Sachen zum Fluid Simulator hier in Blender 2.5. Und ja, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann abonniert uns, besucht unseren YouTube-Kanal oder besucht auch unsere Webseite agensasbrothers.de. Und hier findet ihr alle unsere Sachen, die wir so machen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite. Da posten wir auch einiges und noch einiges mehr, als wir hier in unserem Blog posten. Und wenn ihr hier gerade auf unserer Webseite seid, dann könnt ihr euch auch mal unseren Film Wir bleiben hier, Zukunftsperspektiven im Altmarkreis Salzwedel angucken. Altmarkreis Salzwedel, das ist der Landkreis, wo wir hier wohnen. Und von unserer Plattform Werbeagentur, wo wir beide arbeiten, wurde ein gefördertes Filmprojekt umgesetzt, was mein Bruder Vincent Reinhardt so gut wie fast alleine fertig gemacht hat. Das hier ist das ganze Projektteam. Das hier bin ich übrigens. Und ja, dieser Film hat am 28. März hier in Salzwedel, wo ich wohne, Premiere gehabt. Das heißt, er wurde richtig auf großer Leinwand gezeigt und lief sogar nochmal eine Woche später im Kino dreimal. Und der MDR hat auch einen Bericht darüber gebracht. Das könnt ihr euch hier mal angucken. Und unter wirbleibenhier-film.de, wenn ihr da mal raufgeht, da gibt es den Film auch
mittlerweile zu sehen. Das heißt, am 5. April, das ist morgen von meiner Sicht hier aus. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr in den Film mal reingucken. Er ist ziemlich erfolgreich geworden. Und ja, das war unser erster Kinofilm. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut da mal rein. Ist auf jeden Fall mit Witz und Humor und ein sehr jugendlicher Film. Okay, das hierzu. Und ja, im nächsten Tutorial wird es wahrscheinlich weitergehen mit Clothes Simulation, also Simulation von Kleidung. Das ist ja auch möglich im Blender. Das werde ich euch dann wahrscheinlich umfangreich zeigen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in diesem nächsten Tutorial dann wieder. Und immer schön weiter blendern. Bis dahin.